Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Kinotipps der Woche. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Hanna und ich befinde mich wie auch die letzten Male im wunderschönen Odeon-Kino in Mannheim. Heute möchte ich euch die Komödie Oh Boy von Jan-Ole Gerster vorstellen. Nein, die schien schon sauber. Gut, dann Wodka und ein Bier, okay? Gern. Im Mittelpunkt von Oh Boy steht der ehemalige Student Nico. Er hat bereits vor 2 Jahren sein Jurastudium an den Nagel gehängt, kassiert aber schön weiterhin 1000 Euro monatlich von seinem Vater. Als dieser aber mitbekommt, dass Nico gar nicht mehr zur Uni geht, stellt er die Zahlungen sofort ein. Das bringt Nico in ernsthafte Schwierigkeiten. Nico, warum lügst du mich an? Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt, auf einem Kongress in Zürich. Er hat mir erzählt, dass er vor 2 Jahren das Studium geschmissen hat. Warum, konnte er mir leider nicht sagen. Meine Frage an dich, lieber Nico, ist, was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe? Nico kann sein Slackerleben also nicht wie gewohnt fortführen. Trotzdem lebt er relativ ziellos in den Alltag hinein. Doch jetzt mit deutlich weniger Geld. Und wenn er sich dann noch nicht mal mehr einen Kaffee leisten kann, dann tut das schon enorm weh. 60, 70, 80. Das ist zu wenig. Können Sie vielleicht eine Ausnahme machen? Sorry, ich kann das echt nicht machen. Weil sonst habe ich ja nächste Woche 10 andere Penner im Laden, die auch alle einen Kaffee umsonst wollen. Penner? Ja, Penner! Der von Tom Schilling großartig gespielte Nico ist durchgehend präsent, selbst dann, wenn er auf der Leinwand gar nicht zu sehen ist. Dadurch bietet er die perfekte Projektionsfläche für die ebenfalls hervorragend besetzten Nebenrollen und die Auftritte der Stars wie Justus von Donani oder Michael Gwistek. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt, wie? Idiotentest. Richtig, Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm? Idiot, Sie oder ich? Naja, ich. Weil? Weil ich mich wie ein Idiot verhalten habe und Sie jetzt prüfen müssen, ob ich noch weiter am Straßenverkehr teilnehmen darf. Richtig. Oh Boy ist eine urkomische, aber doch kluge, eine alberne, aber trotzdem satirisch treffende Komödie. In ihr gelangt sogar Nico schließlich zu der tiefen existenziellen Einsicht, man ist selber das Problem. Was denn? Ich weiß auch nicht. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Natürlich interessiert mich auch wieder eure Meinung. Schreibt mir, wie euch der Film gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche.